Hallo und herzlich willkommen hier heute zur 46. Folge. Ja, genau, ihr hört's, wir haben nicht Montag, nein, wir haben Samstag. Ab sofort kommen unsere Let's Plays, nämlich auch am Samstag und Sonntag. Dafür gibt's allgemein keine halbstündigen Wochenendprojekte mehr. Und mit dabei heute allerdings nur der Heiko. Hallo. Und meine Wenigkeit, ja, ich Dragon. Der Peter glänzt durch Abwesenheit und Bio ist ja sowieso irgendwie so schwer zu erreichen manchmal. Und ja. Wir beide sind wieder mal hier und halten die Stellung, wird schon wieder dunkel, ich freue mich tierisch. Und ja, alles lustig, alles spaßig. So. Mal gucken, wo wir stehen geblieben sind. Genau, ich hüpfe auch mal durch alle meine Fahrzeuge durch, um festzustellen, was ich gemacht habe zuletzt. Aha, ich wollte Wasser holen. Wir waren letztes Mal mit einem fertig, deswegen. Ich wollte Wasser holen. Okay, 30 ist ein Wachstum. Ja, das sehe ich. Da hast du, glaube ich, Sonnenblumen draufgeknallt, ne? Ja, ich glaube schon. Ich wollte Wasser holen und die Produktionsanlage mal wieder auffüllen. Nächstes, was gemacht werden müsste, wäre mit 31 zu säen. Die Tiere haben alle Wasser, ne? Muss man nachschauen. Tiere, wo sind sie? Tiere, Hühner. Ja gut, die könnten mal wieder Wasser hier brauchen, die 21 Hühner. Aber da ist der Punkt, da komme ich mit diesem riesen Trailer so schlecht ran. Bei den Schafen kann ich mal nachfüllen. Ja. Da ich da ja in der Zwischenzeit 50 Schafe habe, kann ich da mal auffüllen. Da sind bloß noch 500 noch was Liter drin. So, Rinder, Wasser ist, hatten wir erst gefüllt. Schweine hatten wir auch gefüllt. Hühnermast haben wir noch nicht laufen. Also, alles gut. Nur die Schafe einmal voll machen wieder. Die Schafe wieder besoffen machen. Ja. So, gut. Ja, du hast nichts zu tun oder was? Du hast Langeweile. Aber ich sehe jetzt halt 31 mit Hafer. Das ist schön. Hafer brauchen wir für den Markt. Definitiv. Könntest du auch verkaufen bei dem Pferdehof hier, den sie gibt in der Karte irgendwo. Mir ist aufgefallen, ich sollte mal grundsätzlich ein bisschen weniger, bei den Thumbnails mal so aufgefallen, wenn ich die Bilder mache. Ich sollte vielleicht diese Hilfe in der Ecke oben einfach mal öfter ausschalten. Gerade bei den Modfahrzeugen nimmt die auch echt wahnsinnig viel Platz weg, dann hat man da immer einfach nur einen riesen Button mit einer riesen Fläche, einfach nur weiß. Ist auch nervig. Ja. So, wie viel Wasser hat er reingegangen? Oh, wow, immerhin. Hab gut 2500 Liter abgetankt. So, dann fahren wir jetzt zur Produktionsanlage und füllen die mal wieder auf. Er driftet komplett weg mit der Einsämaschine, mit der kleinen. Das nervt total. Okay. Sehr blöd. Kann die große kein Hafer? Nein, leider nicht. Sehr blöd. Das ist ja mal blöd, ne? Ja. Ja, gut. Ich wollte ansonsten noch die restlichen Zuchten noch anfahren. Ich wollte mehr Tiere holen, also noch ein paar mehr Schweine wahrscheinlich. Hühner könnte ich auch schon mal holen, dass die wenigstens schon mal ein paar Hühner holen, dass die auch schon mal anlaufen. Ja. Wir brauchen ja immer noch die Unmengen an Geld. Geld, Geld, Geld. Money, money, money. Must be funny. In the rich man's world. So, ja, ein bisschen aber muss sein. Nein. Ja. So, ich habe meiner Freundin übrigens geguckt jetzt. Mama Mia, here we go again. Die Fortsetzung hatten wir ja vor letzte Woche Mittwoch drüber gesprochen. Ja. Und habe ich geschaut jetzt. Ja, The Rest of the World hat mir auch angeschaut. Habe ich noch nicht gesehen jetzt. Ne? Aber habe ja dafür mal Mama Mia geguckt. Aber hey, da ist sogar Cher mit dabei am Ende. Also ich hoffe, ich habe das nicht zu sehr gespoilert für alle, die es noch nicht gesehen haben, weil, ne? Ich finde es richtig geil, dass die auch bei Jurassic World, ne? Ja. Dass den Film gleich mit dem Spiel implementiert haben. Okay. Inwiefern? Nämlich, es kam an dem Tag, an dem ich mir den Film angeguckt habe, kam ein Update, wo er direkt alle neuen Dinos mit eingefügt haben, die im Film nun vorkamen. Ach so, stimmt, das hast du erwähnt, ja. So, dann tanken wir mal wieder ein bisschen Wasser hier ab. Hat die noch Wasser, die Anlage? Oh, sie hätte sogar noch Wasser. Ich müsste wieder Gülle liefern, damit sie wieder Dünger produzieren kann.
Ja, machen wir auch gleich noch. So, erstmal Wasser abladen. So, ja, wir liefern wieder Wasser. Ich weiß gar nicht, was ich das so. Sonst hätte ich natürlich noch mehr als genug zu tun, wahrscheinlich wieder. Ja, immer nur rumfahren, weißt du. Ja. Immer nur zickzack fahren. Alles allein, aber der Bio nicht da ist. Ja, was steht auch nicht da? Oder Petra? Nee, die sind auch nicht da. Nee, aber gut, du hast deine Felder jetzt zwar nicht fertig unbedingt alles, aber die Hilfe war schon ganz gut, glaube ich. Ja. Die 30, genau, ist Sonnenblumen drauf auf der 30. Die 31 machst du gerade Hafer, hast du gesagt, ne? Ja. Auf der 70? Die hatte doch Hoshi angefangen zu grubbern, ne? Ja. Aber die ist nicht gut gegrubbert, das sehe ich. Da ist viele Stellen, wo er trotzdem noch sagt, da ist angeblich Mais. So. Oh, ich hoffe, ich bekomme schnell die neue Sämaschine. Ey, diese kleinen Team auf den Geist, ey. Ah. Wie viel Geld hast du denn? Schon für meinen Nachbarn. 25.000, die Hälfte. Ich bräuchte. 25. Ich habe. Oh, 43.000. Wahnsinn. 43.000. Ja, schon ein bisschen was. Ja, fast die Hälfte für den Edeka-Trailer. Ja, genau. Fast die Hälfte vom Edeka-Trailer. Ja, dachte ich mir auch gerade. Ja. Fast die Hälfte. Super. So, jetzt hole ich erstmal Gülle, damit die Anlage wieder Dünger produziert, weil du wirst irgendwann sicherlich Dünger haben wollen. Irgendwann bestimmt. Habt ihr aber schon mal welchen gebracht, war das nicht so? Doch, ich hatte schon welchen gebracht. Habt ihr schon einmal Dünger gebracht, Flüssigdünger? Den ich lustigerweise sogar mit dem Rosenthaler fahren kann. Der tut dann optisch zwar hinten Säcke raufpacken, aber es ist trotzdem Flüssigdünger. Hätte man mal einen Tank hinten draufsetzen müssen. Ja, das ist Konzentrat wahrscheinlich. Konzentrat. Ja, das ist, weil das Spiel an sich von der Mechanik her keinen Unterschied macht zwischen Trockendünger und Festdünger. Dünger ist Dünger. Ja. Der S15. Und das macht ja nur der 17er, der da Unterschied macht. Na? Das stimmt. Und hier gibt es den Unterschied nur dahingehend, dass du dann halt Kalk hast. Stattdessen. Aber der Kalker wiederum offiziell ja wiederum kein Dünger ist dann. So, wir laden Gülle. 19.680 Liter sind schon drin. Jetzt fahren wir mal an den zweiten Bunker ran und gucken, dass wir hier auch noch was besorgen. Wie viel ist da drin? Nochmal 23.000 Liter. Mann, da rein rüber die ganzen Mist. Kannst du im Gartencenter fahren, da ist es gerade Nachfrage, wa? Kannst du machen. Ich würde mal gucken, wie der Preis da ist. Taucht der überhaupt irgendwo auf? Nee, wa? Kann ich, glaube ich, da gar nicht nachgucken hier, ne? Beton sehe ich. Boah, Beton, Alter, das wäre so geil aktuell, der Preis. 1.455 Euro pro Tonne, ne? Ja. Noch aber 19 du musst Stunden. Erst mal Beton machen und das ja, kannst du aktuell nicht. Ja, ja. Das ist der 1,8-fache Preis. Ja gut, aber wie gesagt, Gülle gibt es gar nicht hier in der Preisübersicht. Beim 15er gab es ihn da nicht als Preisübersicht. Ja. Ich stehe hier nur in der. Die steht nicht mal in die sonstiges Preise drin, die Gülle. Der nimmt zwar Gülle eigentlich auch zum Angebotspreis, aber wie viel das wirklich ist, habe ich keine Ahnung. Und da es ja so schon nicht wahnsinnig viel war, lohnt sich der Weg nicht dahin zu fahren. Ja, das stimmt. Da verballere ich mehr Geld an Sprit als die Geldflieger wahrscheinlich am Ende. Macht dann auch keinen Spaß. So, ja, heute am Samstag, wie gesagt, morgen dann am Sonntag natürlich ganz normal auch der LSM12. Und ja. Montag denn aus Sicht von Heiko wieder. Ja. Denn die nächsten 7 Folgen, also Montag bis Sonntag, dann wieder aus Heikos Sicht. Wir werden jetzt den LS ja, wie wir es ja in Zeit schon machen, weiterhin wechseln lassen natürlich. Und Bio hat mal nachgefragt, wie sieht es denn aus? Wir könnten doch bei Space Engineers eigentlich auch einfach mal abwechselnd machen, sodass wir das aber jetzt versetzt machen, sodass wenn Heiko den LS aufnimmt, nehme ich Space auf und wenn ich Space aufnehme, Heiko den LS auf.
So nach dem Motto. Das war ja doppelt gemoppelt, oder? Ja. Nur andersrum gesagt, aber genau dasselbe. Ja. Deswegen habe ich auch gedacht, hast du ehrlich gesagt. Das ist doch genau wie bei der Münze, weißt du doch. Kopf nicht gewinne, Zahl du verlierst. Ejo. Kennst du? Mhm. Ist auch immer gut. Kopf nicht gewinne, Zahl du verlierst. wenn du eine Münze werfen willst. Nee, aber gut, also wenn Heiko den LS aufnimmt, nehme ich Space auf. Und wenn Heiko Space aufnimmt, nehme ich LS auf. Jetzt stimmt's, glaube ich. Ja. So. Jetzt hast du es auf die Reihe bekommen. Ja, manchmal kriege ich auch was hin. So. Wo war jetzt? Das hast du jetzt gesagt. Ja, ich weiß, dass ich das gesagt habe. Ist mir bewusst. So, Luzerne wächst um 22 Uhr. Haben wir die Markierung schon für 22 Uhr Luzerne? Ja, haben wir schon. Und noch weiter im Auge behalten alles. Ja. 30.000 Liter Gülle für die Produktionsanlage. Werden geliefert und exakt jetzt abgeladen. So, und dann kann sie auch wieder mehr Dünger produzieren, denn ein bisschen Mist ist sogar noch drin. 58.000 Liter Wasser sind übrigens drin. Gut. Gibt doch schon wieder gut Geld in der Zwischenzeit. Ich weiß nicht, woher es immer kommt, ganz Geld. Ich bin ja überlegen, ob ich gleich meinen kompletten Lagerstand verkaufe oder mich eine bessere Sämaschine bekomme. Kompletter Lagerstand ist immer ganz schlecht. Ganz schlecht. Wenn du mal was brauchst, ne? Ja. Was bräuchtest du denn als nächstes? Immer so einen kleinen Grundlagerstand lassen. Also ein bisschen Weizen könnte ich gebrauchen. Ja, eigentlich. Was soll ich sonst noch groß brauchen aktuell? Eigentlich brauche ich nur Weizen aktuell. Naja, Weizen einmal, damit ich noch mal ein bisschen Saatgut wiederherstellen kann hier noch mal. Ja. Mehr. Und dann noch mal halt auch wegen Futter, ne? Das Weizen deswegen. Aber ansonsten. So, jetzt haben wir Wasser auch erledigt. Jetzt könnte ich natürlich wieder Viecher fahren. Könnte ich Viecher holen. Boah, das hin und her gefahren ist echt anstrengend. Anstrengend. So, dann musst du nicht überlegen, was mache ich als nächstes. Aber bei dir ist immer so der Punkt. Du pickst dir eine Aufgabe raus, ich grubber jetzt das Feld oder ich sehe jetzt das Feld. Dann bist du dann ewig beschäftigt. Ja. Erstmal. Bei mir ist der Punkt, ich muss mir ständig eine neue Aufgabe suchen, das ist genauso anstrengend. Immer wieder eine neue Aufgabe. So einen Großteil kannst du verkaufen, klar, aber ich sage jetzt nicht, dass du da alles behalten sollst. Wenn du so von jedem maximal so 10.000, 15.000 übrig hältst, dann ist das ja schon völlig ausreichend. Ja. Mehr als ausreichend eigentlich. So, dann parken wir mal den Water Trailer hier wieder. Den Water Gülle Milch Trailer. So, können wir wieder Grasmähnchen drüber machen. Dann bist du auch ewig beschäftigt. Damit bin ich wiederum auch ewig beschäftigt zur Abwechslung, ja. Ich habe erst genug Gras, oder? Nein, wir haben nie genug Gras. Ehrlich? Na, ich will das eine Silo da wieder wegen Silage wieder voll machen, weißt du? Da ist zwar schon was drin, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr drin. Bevor ich es verdichte und zudecke. Dann machst du auch voll. Voll, voll vor allem. aber eigentlich wäre das dafür, dass du ja dann nächste Woche aufnimmst, wäre das eigentlich genau die richtige Aufgabe so langsam dafür. Ich hole jetzt noch ein paar Hühner einfach, ein paar Schweine, diese Folge und den Rest dieser Folge, die gleich zu Ende ist, ein paar Sekunden, und
die nächste Folge. Und dann kann ich nämlich, währenddessen du aufnimmst, dann brauchen sie nicht sehen, wie ich die ganze Zeit Gras mache. Also das haben sie auch schon ewig lange gesehen. Ich meine, gut, bei dir sind auch noch dasselbe, aber... Ja, ich bin auch nur wieder am säen, ja. Ja, aber ich bin auch noch ewig die ganze Zeit am Gras mähen sonst und schwadern und sammeln. Gut. Aber die Folge ist zu Ende, deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns heute von euch und würden uns sehr freuen, wenn ihr morgen, ja, morgen, am Sonntag nämlich, wieder einschaltet. Lasst doch einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat, oder einen Kommentar. Dann können wir auch darauf eingehen, gegebenenfalls, was euch gefällt oder was euch nicht gefällt. Wir bedanken uns, dass ihr da wart und sagen ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis morgen. Tschüss, tschüss. Tschüss. Ey, ehrlich, weißt du?